muss, liebe Hörer, auch ich muss jetzt ran, obwohl wir zwar schon im Studio einmal bei der Pepper Challenge teilgenommen haben, aber als Vereinsmitglied wurde ich dann aufgeklärt, bin ich automatisch nochmals nominiert. Deswegen gibt es mal so ein kleines scharfes Rotes. Das gab es nochmal eher mit den kleinen Schwarzen, die dann daheim vor dem Bett auf dem Boden liegen. Ne? Aber testen wir es an. Wenn ihr die nächsten 3-4 Tage nicht mehr von ihr hört, wisst ihr, was passiert ist. Schauen wir mal. Ja. Oh ja. Hot Dog. Ui. Ah. Ja, es gibt auch ein Video davon, wie ich das Ding dann eben aufgegessen habe. Und jetzt freue ich mich auf die Wiese zu düngen. Ein seltsames Gefühl, der Wärme breitet sich in meinem Mund aus. Ah. Aber ich darf nominieren, liebe Nina. Ja, ich hab schon. Ne? Gut. Oh. Solange ich noch sprechen kann, nominiere ich, der Horst schon da ist, ich nominiere den EHC Königsburg. Mindestens 3 von euch, Horst, müssen dran glauben, egal wer. Dazu nominiere ich den Mittelstädter Faschingsclub, allen voran den Vorsitzenden Klaus Grubauer. Mir läuft die Soße aus dem Mund. Boah. Und die 3. Nominierung geht an... Ja, an wen geht die? Ja. Die 3. Nominierung geht an Luca Valentino von HRF, Nikolai de Breum.